So sieht's aus. Ganz ehrlich, Tag der Deutschen Einheit, das interessiert doch überhaupt niemanden. Entschuldigung, aber ist die True Story, denn ich bin nur hier, um Jerry B. Anderson zu verteidigen. Sein YouTube-Kanal wird nur blockiert, jedes dritte Video fliegt raus. Ich fliege jetzt gleich direkt in die USA. Er will mit dem Google-Chef talken, aber ich glaube, ich muss erstmal mit Trump talken, weil das geht so nicht weiter. Und ja, das war's für heute. Mehr erzähle ich nicht, ne? Muss man sich mal vorstellen, die deutsche Politik. Die sollten sich um andere Sachen kümmern, als nur darum, was so Einzelpersonen machen. Ganz ehrlich, Jerry B. interessiert doch niemanden. Ich musste erstmal über ihn Artikel im Internet finden, um überhaupt was zu finden. Er war wohl mal mit Emma Watson zusammen und mit Sarah Lombardi. Das waren wohl seine Ex-Freundinnen. Aber die haben ihn beide verlassen. Das ist die True Story. Er war mit den beiden am Strand. Und die haben irgendeinen Surfertypen gesehen und haben dem einen geblasen und sind dann abgehauen. Also ganz ehrlich, Jerry verliert die ganzen Weiber. Ist ja auch kein Wunder, wenn er so versaute Hörspiele macht mit dem fetten Priester und so ganzen Mist. Ich kann das verstehen, dass YouTube da sagt, wir blockieren hier mal so ein bisschen. Ah, du hast ja gar keine Ahnung, kleine Mike. Ganz ehrlich, ja, Strande ist ein smartes Pflaster. Ich kenne Jerry B. Anderson schon ein paar Jahre. Wir von der FDP. Wir sind smarte Popper, das weißt du. Wir sind digitalisierte Superpopper. Ganz ehrlich, du kleine Mike. Das mit Emma Watson, das ist schon eine Tragödie. Aber ich weiß, er hat sich kurz danach, hat er sich einen Ikea-Kuschelhund geholt und hat dem Hund schön ein Versteck. Ganz ehrlich, ich werde ihn mir nochmal unter die Arme greifen und werde dann mit Jerry B. Anderson mal talken, wie wir das klarschießen mit den Weibern. Ne? Das kriegen wir schon hin. Ne? Ich habe hier gerade übrigens die Live-Schaltung, ob Merkel schon in den USA ist. Sie ist jetzt angekommen. Um ganz kurz mal einen kleinen Mini-Schalter machen, ne? Oder warten. Ganz ehrlich, ich habe eben mit meinem Mann gebumst, aber ich glaube, das interessiert euch überhaupt nicht. Ich schalte mal direkt drüber zum Weißen Haus, damit es Halle ist. Alles klar, du kleine Schlaufe. Ja? Ah, alles klar, ja. Hast du Kaffee? Ich habe alles für dich, du kleine Maid. Komm zur Seite. Okay. Ganz ehrlich, ich habe mir den Kanal mal angeguckt. Was, der talkt ja nur Scheiße. Repetitive Routine. Effektiv wie die Insects. Nur Scheiße, der Wichsfrosch. Ja? Das läuft so nicht. Dann haben wir es wohl nicht geschafft, da durchzukommen. Dann fliege ich jetzt auch wieder nach Haus. Weißt du was? Du hast doch keine Ahnung. Vom German Television of Life. Oh, alles sonst so, oder? Das sah aber richtig schlecht aus. In meinem Alter, wisst ihr übrigens, dass ich in meinem Alter noch total scharf bin. Ich werde jetzt gleich mit dem Sendeleiter abartig rumbumsen, ne? So läuft's im Leben, ihr Kleinen. Ah, siehst du mal, was in den USA los ist. Also, keine Ahnung. Du bist richtig ein smarter Freak, Arnold, kann es sein? Wie lang ist dein Schwanz? Erzähl mir die Story, ja? Das ist richtig, oh, Riesenschwanz, was denkst du?